Das Projekt heißt Komm, ich zeig dir was. Komm, ich zeig dir was. Das bedeutet, dass wir ja auch Sachen zeigen, was hier im Bachmuseum ist, anderen Kindern. Wir haben ja auch so Führungen gemacht. Also wir lernen da was über die Zeit von Bach, also auch wie der gelebt hat und so. Wir reden über Bach und malen und zeichnen halt auch was. Weil ich mag es sehr zu malen. Ich finde es auch toll, wenn andere Leute so kreativ sind. Ich fand, glaube ich, am tollsten den Linolschnitt. Dass man da schon mit dem Messer das Linol raushebt. Zum Glück hat sich keiner verletzt. Also ich habe so eine Orgel gemacht, die auch hier im Museum steht. Wir machen Dienstag Nachmittag Bücher von Barockzeit über Bach. Wir schreiben, malen mit dem Thema Bach. Wir haben so ein Aufklappbuch und da kleben wir die dann immer rein. Und zum Schluss haben wir ein Buch und das ist dann unsere kleine Welt von Bach. Unsere Bücher, das ist sowas ähnliches wie in der Borello, nur zum Aufklappen, dass man da eine große Fläche sozusagen hat. Man kann es aber theoretisch auch durchblättern. Und da sind zum Beispiel Zeichnungen mit Federn, Tusche drin, Sachen, die jemand aus der Barockzeit mitnehmen würde. Frau Werner ist eine Künstlerin und sie zeigt uns auch ganz viel, wie man die Bilder machen kann. Zum Beispiel den Linolschnitt haben wir auch gemacht, wie wir den machen sollen und so. Und da hatten wir so welche Messer, so kleine, und da haben wir halt so welche Flächen geritzt. Und dann haben wir es mit verschiedenen Farben und verschiedenem Papier gedruckt. Der Dienstagnachmittag, den ich am interessantesten fand, war der Trommelkurs. Hier hatte ich so ein großes Papier, da hat man ganz viel Musikinstrumente mitgenommen. Eine Gruppe hat getrommelt, eine andere Gruppe hat gemalt und dann im Rhythmus der Musik sozusagen den Pinsel über das Blatt Papier tanzen lassen und zwischendrin immer verschiedene Farben nehmen. Na, beeindruckt haben mich schon ziemlich viele Sachen, dass die diese Flohfallen hatten unter der Kleidung. Wenn man sich früher angezogen hat, hat mir gefallen. Dass man da auch so einen Wattepausch, einen kleinen Tropfen Blut gemacht hat und dann Flöhe und Läuse durch die kleinen Löcher reingesprungen sind und sich an dem Blut dick gefressen haben und dann nicht mehr durch die Löcher raus konnten. Einmal, da haben wir uns verkleidet. Kurze Hosen. Ja. Also Hosen, die vielleicht bis hierhin gingen. In Dreispitz. Lange Röcke. Und man durfte die Beine nicht sehen. Na, früher hatten die Frauen ja Kleider an und die haben die dann immer ganz eng geschnürt, bis sie eine ganz dünne Taille hatten. Und das ist eben auch ekelhaft, weil damit werden noch Rippen zerstört und man kann nicht mehr gut atmen. Irgendwann kippt man um eben. Wenn man beim Tanzen die Knöchel von der Frau gesehen hat, wurde der Mann bestraft. Hier habe ich einen Rock hingemalt, weil in der Barockzeit, da hatten die so lange Röcke. Ja. Und das ist die Rockzeit. Wenn man das weiterempfehlen, könnte ich das ganze Museum? Mir hat
am besten die Schatzkammer gefallen? Also ich fand den Saal ganz toll. Mit den Musikanten oben. Ja, ich auch. Ich mag besonders gerne den Sommersaal, weil ich finde es auch richtig toll, wenn man oben an die Wand guckt, da sieht man erst so ganz viele Wolken und dann fährt die Wand eben hoch und da waren früher eben die Musiker. Ich fand noch in der Raum, wo man die Tasten drücken konnte. Ja, ich auch. Ja, der war cool, ja. Es gab auch noch einen Raum, da waren in einer Glasvitrine sozusagen Instrumente, ein großer Kontrabass mit Saiten aus Schweine. Da. Ja, da. Und dann gab es da halt rundherum noch Knöpfe. Ja, und wenn man auf einen drauf gedrückt hat, dann kommt Musik raus. Mir gefällt der Raum, wo die Thomas-Schule drin ist. Weil man da halt sieht, was für Räume Bach hatte. Und man sieht halt, wo die Thomaner geschlafen haben. Ich finde die Musik von Bach schön. Ich finde es auch toll, dass Bach so viele schöne Stücke geschrieben hat. Thank you.